der geplanten Gerichtsstruktur befasst. Und hinzu kommen diverse Rechtsausschusssitzungen. Und das, meine Damen und Herren, in einem Stadium, in dem das Gesetzesvorhaben noch nicht einmal den Landtag erreicht hat. Und ich habe hier schon mehrfach den Handlungs- und den Reformbedarf erläutert. Ich habe Ihnen dargestellt, welche Überlegungen und Argumente dem Konzept zugrunde liegen. Und auch die Forderungen, ein Expertengremium hinzuzuziehen oder diesem die Gerichtsstruktur gleich ganz zu überlassen, ist nicht neu. Und auch darüber ist bereits hier diskutiert worden. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, ich werde mich hier an einen bewährten Grundsatz halten. Eine gute Rede soll das Thema erschöpfen und nicht den Zuhörer. Deshalb werde ich zu Ihrem Antrag auch nur kurz Stellung nehmen. Erstens, Sachargumente waren, sind und werden immer Entscheidungsgrundlage für uns sein. Dass Sie die Argumente nicht verstehen oder besser nicht verstehen wollen, das wundert mich dabei nicht. Zweitens, gegenwärtig liegt noch kein endabgestimmter Gesetzentwurf vor. Wir befinden uns jetzt in der Verbandsanhörung und selbstverständlich werden wir auch in dieser Phase anhand von Sachargumenten prüfen und entscheiden. Das Ergebnis dieser Überprüfung werden wir dann und erst dann als Gesetzentwurf der Landesregierung dem Landtag vorlegen. Und auch der Punkt 3 Ihres Antrages, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, ist nicht neu. Ich habe das Gefühl, fast reflexartig wird bei jeder über das normale Maß hinausgehenden Aufgabe nach einem Expertengremium gerufen. Meine Damen und Herren, an der Gesetzesreform arbeiten nicht allein Ministerielle, wie Sie es sich vielleicht denken. Vielmehr arbeiten im JM insbesondere Abgeordnete Richter und Richterinnen mit. Und schon die Projektleiterin ist extra für die Aufgabe an das Justizministerium abgeordnet worden. Und auch sie ist Richterin. Und im Übrigen haben wir weit vor den üblichen Beteiligungsschritten die Diskussion mit den Betroffenen hier im Parlament und in der breiten Öffentlichkeit geführt. In unserem extra hierfür geschaffenen Internetforum sind wir mit allen, die daran interessiert waren, in einen Dialog getreten. Wir haben die Möglichkeit eröffnet, Fragen zu stellen und wir haben diese Fragen beantwortet. Und die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist in enger Abstimmung mit den Mitarbeitern des BBL erfolgt, wiederum Experten. Und wir haben sowohl zu den finanzwirtschaftlichen Aspekten als auch zur Funktionsfähigkeit und Qualität der Justiz Hinweise und Anregungen erhalten und geprüft. Und diverse Hinweise und Anregungen sind dann auch in die weiteren Überlegungen eingeflossen. Dies kann man auch an der Entwicklung unseres Reformprojektes sehen. So haben wir uns aufgrund der vorgetragenen Argumente dazu entschieden, zum Beispiel in Parchim eine Zweigstelle zu etablieren, aus den vorgetragenen Argumenten heraus. Oder schauen Sie sich die Fachgerichtsbarkeiten an. Auch hier hat es eine Vielzahl von Änderungen gegeben aufgrund der Diskussionen, die zum ersten Arbeitsentwurf erfolgt sind. Und auch hier weicht das Konzept deutlich vom ersten Arbeitsentwurf ab. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mir ist daran gelegen, den Entscheidungsprozess aktiv miteinander zu gestalten. Und das geht natürlich nur, wenn man transparent und breit informiert wird. Und genau dies haben wir praktiziert, gegenüber unseren Gerichten, gegenüber den Verbänden und gegenüber der Öffentlichkeit. Und das werden wir auch weiterhin so handhaben. Es geht um die Zukunftsfähigkeit der Gerichte in unserem Land und die ist mir wichtig und dafür setze ich mich ein. Herzlichen Dank. Danke, Frau Ministerin.